Ich bin es gar nicht mehr gewöhnt, jemanden zu vermissen. Hallo meine Lieben aus dem wunderschönen Dresden. Es ist Mittwoch, ich bin am Arbeiten im Homeoffice, heute und morgen. Und dann ist Ostern. Ich freue mich so, es wird auch 20 Grad am Samstag. Ich saß auch gerade schon draußen, es sind 18 Grad. Hab gegessen, jetzt habe ich gleich ein Meeting. Und dann arbeite ich noch den Rest des Tages und dann fahre ich zu DM und vielleicht zu meiner Cousine. Da muss ich jetzt gleich mal schreiben. Das heißt, ich werde mich dann in Ruhe mit euch zusammensetzen und ein bisschen was erzählen. Ich habe nämlich auch zum Beispiel dieses neue Buch schon sehr weit gelesen auf der Fahrt hierher. Und habe neue Sachen hier liegen. Hallo ihr Süßmäuse. Mein Lippenstift ist all over the place und ich sehe aus wie sonst was. Aber ich war bei DM und ich habe, glaube ich, noch nie so viel Geld im DM ausgegeben. Aber alle meine Skincare ist auf einen Schlag alle geworden. Und ich musste alles nachkaufen. Und das ist halt hier in Deutschland billiger als in Österreich. Deswegen habe ich das alles hier gekauft. Und ich wollte Payback-Punkte sammeln. Payback hat mich voll im Griff. Und ich habe auch noch anderes Zeug gekauft, was in Deutschland halt billiger ist. Was man halt so braucht. Deswegen zeige ich es euch jetzt. Die Tasche, falls ihr fragt, ist von H&M und ist von meiner Mom. Ganz cool eigentlich. Aber haben in Wien einige, deswegen habe ich sie mir noch nicht gemopst. Also, Skincare ist mein ganzes No-Cosmetic-Zeug. Einmal das Slow Aging Serum. So haben Leute früher auf YouTube Hauls gemacht und sind damit groß geworden. 120 Stunden Hydration and Niacinamide Serum. Die drei Liquids. Der 120 Stunden Liquid Hydrator. Den benutze ich immer morgens. Dann der Liquid Refiner. Den benutze ich alle zwei Tage, also immer an dem Abend, bevor ich Haare wasche. Und den benutze ich an allen anderen Abenden, also auch alle zwei Tage, den Liquid Balancer. Die sind alle von X-Skincare empfohlen und können Dinge, die ich euch nicht sagen kann, aber meine Haut ist happy damit. Dann, das sind meine Lieblingszahnbürsten, die Dr. Best Green Clean. Ich finde, oft sind nachhaltige Zahnbürsten zu weich. Ich finde, die sind genau richtig. Dann Faschino Seidenmatt Strumpfhose. Wichtig, dass man die immer in XL kauft, damit sie, also ist meine Meinung, bequemer sind. Dann habe ich immer die Omega-3 Leinölkapseln von DM. Nichts Besonderes. Dann ist mein Kamm neulich zerbrochen und ich habe mir einen neuen gekauft. Ich hatte denselben in braun. Ich dachte, ich kaufe mir den in rosa, aber ich fand tatsächlich dieses Grün noch fetziger. Dann, auch sehr wichtig, seit Jahren, keine Ahnung, seit Jahren kaufe ich mir das nach. Und zwar ein Cream Microcell 2000 Nail Repair. Ich habe immer den grünen. Und dank dem sind meine Nägel das geworden, was sie mittlerweile sind. Dann habe ich das irgendwie gesehen, das ist Pamela Reifs Marke. Ich weiß auch nicht, ob es gut ist und ob es empfohlen ist und ob es gut für die Haare ist. Ups. Aber ich dachte, ich probiere es mir mal, weil es hat mich gecatcht, weil wisst ihr, wofür das ist? Für das. Für die Baby Hairs. Und da habe ich immer ein Problem, auch wenn ich gestylte Haare habe. Heute habe ich sie in die Luft trocknen lassen. Aber selbst wenn ich sie style, guckt hier halt immer was raus. Und das ist ein Babyhaarwachs. Und ich bin gespannt, was es kann. Ich werde euch berichten. Dann, ich war mit meiner Cousine bei DM und es gab dieses Ding, wir dachten, es kostet nur so 5 Euro. Wir standen so vor diesem Invisible-Ding und alles hat so billig, also war so billig und am Ende hat das aber doch 9 Euro gekostet. Und das haben wir uns geteilt, jeder hat eine Farbe bekommen. Einmal dieses süße Rose und einmal dieses Ding. Ich brauchte das bei Gott nicht, aber jetzt habe ich es. Jetzt kann ich mich auch drauf freuen. Like this. Ja, kann man schon nehmen. Kann man schon nehmen, Leute. Nehmen wir. Also DM wirklich in Deutschland ist anders gut. Ihr sollt alle mal happy sein, dass ihr hier so tolle Auswahl bei DM habt. Weil es gab dann auch noch so viel im Angebot. Es gab auch so viele schöne Nippes einfach. Das hat 1,45 gekostet und ich habe es irgendwie gefühlt. Das hat mich an Sophia erinnert. Peace, so ein Armband mit so Tassels. Das hat mich irgendwie an Sommer und an meine Freundin Sophia erinnert. Und irgendwie ein Meer. Dann habe ich endlich einen blauen Mascara gefunden. Ich habe in Österreich überall gesucht und auch in Hamburg. Und jetzt erst finde ich den.
Das ist komisch, weil überall sonst gibt es auch Gin mit ab. Und den ich dann gekauft habe, der ist so dunkelblau, dass er eigentlich schwarz aussieht. Aber der ist wirklich blau. Ich freue mich ur. Den mache ich, glaube ich, morgen gleich mal drauf. Und dann, das war auch nicht teuer, Catrice hat gerade so eine Joker Edition. Habe ich mir von diesem Joker-Dings einen Eyeshadow-Topper gekauft. Ein wunderschönes Glitzer für die Augen. Das wird morgen gleich mal drauf gemacht. Ja, dann habe ich mir nur noch eine Batterie gekauft. Das kostet 8,99 Euro. Für meine Analogkamera, weil jetzt wird ab sofort wieder analog fotografiert. Und Lorano Akut, was bei mir super hilft gegen Heuschnupfen. Es war letzte Woche richtig schlimm. Lorano und Cetirizin, was ich irgendwie noch hatte, hat ganz gut geholfen. Aber Cetri ist mir zu doll. Deswegen Lorano. Das war mein Haul. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich werde das Ganze jetzt mal auspacken. Ich meine, am Ende habe ich gespart. Ich habe 200 Penepunkte gemacht ungefähr. Und habe gespart gegenüber, wenn ich es in Österreich gekauft hätte. Deswegen, all good. Jetzt gehe ich schlafen. Morgen zeige ich euch mein Buch. Das lese ich jetzt noch ein bisschen. Und morgen ist der letzte Arbeitstag für Ostern. Ich freue mich. Treffe mich mit einer Freundin. Und ja, genieße es. Ich war heute auch so ein bisschen in der Sonne. Das hat mir so gut getan, in die grüne Wiese zu gucken. Und draußen die warme Luft zu spüren. Jetzt die nächsten Tage wird es noch ein bisschen kälter. Ja, wilder Tag auf jeden Fall. Irgendwann später mehr dazu. Gute Nacht. Hallo meine hübschen Mäuse. Oh, ich liebe es, wenn ich mich da in der Kamera sehe und diese Farben. Ich komme gerade von einem Spaziergang und habe mich jetzt gerade fertig gemacht und dieses coole Outfit für euch angezogen, weil ich euch das zeigen wollte, aber gleich dazu mehr. Ich wollte erstmal Hallo ganz in Ruhe sagen. Wie war euer Tag? Das ist wild. Weil jetzt ist gerade. Bei mir ist ein Tag vergangen, bei euch nichts. Aber gestern war der letzte Arbeitstag vor meinem kurzen Urlaub. Und ich habe mich gestern Abend mit einer Freundin getroffen, die ich schon 20 Jahre kenne, seit der Grundschule. Julia. Ganz alte Zuschauer oder Zuschauer, die schon lange dabei sind, wissen, dass ich auch mal mit Julia ein Video gemacht habe über das freie kulturelle Jahr. So hieß es, glaube ich. Das hat sie nämlich gemacht. Dann hat sie auch kurz in Wien gewohnt. Wir sind eigentlich zeitgleich nach Wien gezogen. Jetzt wohnt sie wieder in Dresden und arbeitet am Theater. Sie macht eigentlich das, was sie liebt. Und ihr Leben ist gerade ein kleiner Traum. Und ich werde es auch noch im Podcast dann später ansprechen. Also Laura und ich nehmen, den wir dann aufnehmen. Weil sie ist... Ich konnte gestern ein Stück Geschichte miterleben und mitschreiben. Das macht mich so glücklich und das hat mich... Ich bin die erste Person, die sagt, zu so Freundinnen aus Dresden, ich kann heute leider nicht, ich muss arbeiten und danach will ich halt immer irgendwie Zeit mit meiner Familie verbringen. Aber ich habe mir jetzt am Mittwoch mit meiner Cousine das gemacht und am Donnerstag mit eben Julia. Und jetzt habe ich ja immer noch Tage, die für meine Familie sind. Heute Abend gehe ich zum Beispiel mit meiner Mom essen. Und morgen ist Ostern, übermorgen wieder. Und Montag fahre ich wieder. Aber ich bin dann jedes Mal so dankbar, weil jedes Treffen mit diesen Freundinnen gibt mir so viel und gibt mir so neue Denkarten, neue Wörter. Zum Beispiel, Julia hat die ganze Zeit gesagt, das ist aber tausend schön. Das ist aber tausend aufregend. Das ist aber tausend wunderbar. Alles so mit tausend. Und ich liebe das. Tausend schön. Wie schön ist das Wort? Da ist aber auch einfach so... Oh, sie hat mir neuen Spirit gegeben, wie sie einfach literally, das ist, als wäre sie mit ihrem persönlichen Harry Styles, hätte sie jetzt was. Das ist ihr Life gerade und ich bin einfach nur tausend neidisch. Naja, und heute habe ich dann mal ausgeschlafen bis um neun, das gab es auch lange nicht mehr, wurde von Papas Frühstücksrufen geweckt. Eh schön. Und habe dann mit meinen Eltern Frühstück gegessen und mich dann nochmal ins Bett gelegt, mein Buch gelesen. Also ich lese gerade Pineapple Street von Jenny Jackson. Das ist so ein richtig schönes Buch, was man einfach weglesen kann. Ich habe im Bus unfassbar viel gelesen. Und als ich jetzt Besuch hatte und der länger geschlafen hat, habe ich auch schon so viel gelesen. Da habe ich mein anderes Buch zu Ende gelesen. Sprich, ich bin happy, gerade wieder viel zu lesen. Und mir kribbelt es schon in den Fingern. Ich weiß genau, was die nächsten Bücher sein werden. Und zwar 25 letzte Sommer, das eine Buch. Und von Haruki... Murakami, das Buch, wo ich gerade den Namen nicht weiß.
was ich schon will, seit ich mich mit Sarah getroffen hatte. Diese zwei Bücher werden sich in Wien gekauft in meinem kleinen Buchladen. Auf jeden Fall ein sehr gutes Buch. Es geht um eine Familie, drei Schwestern, dachte ich erst. Aber die eine ist gar nicht eine richtige Schwester, die ist nur angeheiratet. Aber Sasha, Darley und Georgina, die sind in einer reichen Bubble. In New York wohnen sie, Brooklyn Heights. Und leben da ihr Leben und haben alle verschiedene Plotlines. Was ich hier so spannend finde, man schließt jede voll in ihr Herz. Und jeder hat ihre Denkarten und ihre Arten und Weisen. Aber dann reden die teilweise über die anderen schlecht und man ist immer so... Man tut aber mit den anderen so sympathisieren und weiß, wie sie sich das eigentlich denken. Und das zeigt einmal wieder, wir müssen alle viel lieber zueinander sein. Ich bin eh lieb gerade zu allen, will ich bloß mal gesagt haben. Ich habe mir dieses Jahr fest vorgenommen, nicht mehr so viel Negative Energy irgendwie zu... reproduzieren oder zu nicht mehr so viel zu lästern. Ich war jetzt nicht die Lästerschwester, die in irgendeinem Gesicht gelästert hat, aber so hinterm Rücken macht man das natürlich schon manchmal. Und es gibt manchmal einfach Leute, die man in seinem Leben haben, die einem negative Vibes gibt und dann redet man mit anderen über diese negativen Vibes. Whatever, ich mache das jetzt auch nicht mehr. Und ich habe diese Leute auf Instagram stumm geschalten, weil ich umgebe mich nur noch mit dem, was mich glücklich macht. So, jetzt aber zu dieser wunderschönen zu diesem wunderschönen Blouson, den ich hier anhabe. Und zwar ist der von Soki Kassel. Das ist so lustig, weil sie haben mich angeschrieben und ich so, warum schreibt mir Soki Kassel? Ich war damals mit Imina, als ich sie in Kassel besucht habe, in diesem Store und war schon so, und habe meinem Freund damals auch eine Unterhose gekauft. Soki macht Mode und Unterhosen, hier sieht man es auch, aus Omas alter Bettwäsche. Also aus alter Bettwäsche nähen sie neue Sachen und teilweise ist Bettwäsche ja total cool und irgendwie retro und nice. Und sie upcyclen das halt und machen neue coole Pieces draus, die einfach ultra cool sind. Ich konnte mich bei ihm, sie haben das gedroppt und haben gesagt, ich darf mir was aussuchen und euch vorstellen. Und ich konnte mich zwischen dem und zum anderen ultra coolen 70er Jahre Dings überhaupt nicht entscheidend. Eigentlich traue ich dem anderen jetzt auch noch so ein bisschen hinterher, weil es auch so cool war. Aber ich dachte, okay, das letztendlich hat ein bisschen mehr Color. Und ich liebe ja den Color-Mix aus Pink und Rot. Dann hat es noch diese lustigen weißen Blushes drauf. Und dann hat es noch Schwarz. Das heißt, man kann es auch mit Weiß und Schwarz kombinieren. Es ist einfach perfekt. Und ich habe auch noch die passende Hose dazu an. Zeige ich euch jetzt, wenn das Handy hält. Die Hose ist nämlich so eine Art Boxershorts. Wie lustig ist das? Ich sehe mich schon so durch Wien gehen mit ein paar coolen, entweder weiße Sneakern oder irgendwie halt mit Adidas Sneakern. Und da ist nur noch der Held. Natürlich konnte ich es ehrlich lassen, meine Blume zu kombinieren. Die Blume. Ich habe die Blumen zu allem an. Was soll ich euch sagen? Und was die dann mir auch noch geschickt haben, das war voll die Überraschung, war dieses Scrunchie. Also Scrunchies haben sie auch. Als ich da reingegangen bin, und also als ich das Paket ausgepackt habe und dann rüber zu meinem Vater, er so, ach cool, Zopf. Aber er fand es mega, vielleicht trage ich jetzt öfter Zopf. You know what? Ist doch ein Vibe. Sie haben mir so eine ganz liebe Karte noch geschrieben und haben geschrieben, mit dem Code WUNDERWALD15 gibt es 15% für euch. Das heißt, wenn ihr mal vorbeischauen wollt und ob eine Bettwäsche ist, aus deren Stoff, was für euch geupcycled wurde, dann ja, schaut mal auf der Seite vorbei, ich verlinke das mal unten. Sie haben auch noch unglaublich coole Taschen. Wirklich Mode-Pieces in allen Formen und Farben. Guckt wirklich vorbei. Ja, dachte mir für den Sommer diese Shorts. Man kann sie, glaube ich, auch cool einfach als Schlafhose anziehen. Aber ich denke mir so, es wird so heiß in Wien, warum nicht so anziehen? Ja, man kann, ich könnte hier auch irgendwie ein weißes T-Shirt runterziehen oder so. Oder das zumachen. Aber so ist eigentlich nice. Ja, das kurz. Dazu, es ist Zeit für BeReal, muss kurz ein BeReal machen. Hier ist BeReal, ich habe gerade so gelächelt, so, weil ich auch gut drauf bin. Und das hat mich ein bisschen insecure mit meinen Zähnen jetzt wieder gemacht, weil sie nicht proper weiß sind, aber wisst ihr was? Ich liebe schwarzen Tee viel zu sehr. Nee, ich bin irgendwie von der weiße Zähne haben wollen Thematik so ein bisschen abgekommen, worüber ich sehr glücklich bin. Von der Augenleser-Thematik bin ich gerade auch abgekommen, weil ich nicht so viel Geld habe. Für beides habe ich in Wahrheit kein Geld. Aber, ich liebe mich gerade wirklich, wie ich bin und das ist amazing. Und dieses, ich habe es gar noch gar nicht so rekapituliert diese Woche, wo ich ohne Make-up war, die ich auch geflockt habe.
War super. Solange ich eine Lippe trage, fühle ich mich supi in meiner Haut, in meinem Aussehen. Das ist voll wundervoll. Ich schätze es gerade so sehr, dass ich mich einfach gut finde und nicht nur für mich in mich hinein, sondern ich sag's auch allen, dass ich mich gut finde. Nach so vielen Jahren, wo man einfach wirklich nicht selbstbewusst war und sich nicht gut fand und immer irgendwie Probleme mit sich selbst hatte und immer was Neues gefunden habe, darf ich das ja wohl mal ein bisschen zelebrieren, dass ich einfach nice bin. Anyway, ich habe jetzt auch gerade richtig Lust, ein Selfie zu machen, weil ich feier den Look. Mami und ich gehen heute noch dann Sushi essen, habe ich mir gewünscht, dass wir einmal Sushi essen gehen und freue mich ganz doll. Und vorher ist aber noch Podcast-Aufnahme und heute geht es über Sex. Und da wollte ich euch aber mal fragen, weil letzten Podcast war es eher so, dass wir einfach gelabert haben, was halt so geht in unserem Live oder in unserem Dating-Live. Und eigentlich ist es ja beim Podcast so, dass wir jedes Mal irgendwie ein Thema haben, was wir dann näher beleuchten. Ist euch das lieb mit diesem Thema oder findet ihr es eigentlich cooler, wenn wir einfach so drauf hinreden und auf die Themen, die gerade aktuell bei uns sind, noch mehr eingehen, noch mehr Anekdoten erzählen, aber auch von früher? Oder findet ihr das mit den Themen cool? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt dann sehe, okay, heute geht es um, keine Ahnung, Spiritualität oder so, dass ich das dann nicht anklicke. Aber ich will natürlich, dass ihr jede Folge hört. Weil jede Folge ist cool. Und jede Folge gibt es ein cooles To-Do. Und wir entwickeln uns irgendwie auch jede Folge weiter. Deswegen sagt mir erstmal, wie ihr das findet. Weil ich tendiere aktuell eher dazu, dass ich sage, vielleicht lassen wir diese Themen einfach weg und reden. Die kommen ja automatisch aus dem heraus, was uns gerade aktuell voll beschäftigt. Weil zum Beispiel Sex ist jetzt gerade etwas, was uns aktuell auf ganz verschiedene Weisen, Laura und mich, beschäftigt und schon immer hat, obviously. Also bei mir, seit ich 14 bin. 15. Der Tivus spilled. Ach Gott, ja. Ich muss mir aber keine Sorgen machen, meine Eltern hören das eh nicht. Meine Eltern beschäftigen sich jetzt nicht so viel mit den Dingen, die ich da im Internet treibe. Ich habe heute mit ihr erst drüber geredet, über das ganze Social Media Ding und dass ich halt aus meinen Erfahrungen heraus dieses Buch geschrieben habe, weil heute war on and off in einer der größten Frauenzeitschriften wie Österreichs, der Wienerin. Wir wurden heute als Buch vorgestellt und das ist, weil ich eine Pressemeldung rausschicken durfte über meine Agentur. Und ich habe nicht groß, also eigentlich gar nicht nachtelefoniert oder so, das haben die von sich aus dann reingenommen. Und ich bin heute aufgewacht, Laura hatte mir das geschrieben, Nora, wunderbar, weil du bist in der Wiener. Und ich konnte es nicht glauben, ich kann es auch immer noch nicht glauben. Und alles, was ich einfach hoffe, ist, dass sich dadurch ein paar mehr Leute das Buch anschauen, vielleicht kaufen und dass es ihnen hilft. Weil irgendwie ich jetzt so mit meinem kleinen Traum irgendwie Autorin zu werden, beziehungsweise einfach von dem, was ich mache, so leben zu können. Das sind ja viele Dinge. Das Leben ist nicht verändert, nur weil du einmal so einen Wow-Moment und so eine so eine tolle Presseerscheinung hattest, sondern das musst du halt aufbauen und das gehört vieles zusammen dafür, dass dein Leben sich wirklich ändert. Manchmal kann sie es aber auch schlagen. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, früher hatte ich immer so viele Wünsche und keine Ahnung, ich hatte ja früher auch viel Erfolg und stand auf Bühnen und so weiter und so fort, aber am Ende war mein Alltag gleich. Und ich musste meiner genau gleichen Arbeit nachgehen, etc. pp. Und diese Sachen sind alle toll. Und auch wenn man sie nämlich bei anderen sieht, oder ihr seht das jetzt bei mir, was ich alles Tolles erlebe, bla bla bla. Aber am Ende des Tages sitze ich immer noch in meinem kleinen Bürojob und arbeite vor mich hin und bin ganz normal. Aber ich glaube, ich bin vielleicht auf einem guten Weg, Autorin zu werden. Ich muss einfach weiterschreiben und weitermachen. Was ich aber sagen will, manchmal gibt es ja dann auch irgendwie durch Social Media, irgendjemand berichtet dann mal über das Buch und auf einmal geht's viral, alle kaufen es, es wird ein Bestseller. Das wäre natürlich mega. Laura und ich filme jetzt kurzes What's on my table. Cool, ne? Ich habe heute noch gar nicht mein 6-Minuten-Tagebuch ausgefüllt. Das machen wir jetzt gleich mal. Ich mache immer
eigentlich morgens, das vom Abend und das vom Morgen. Also es ist bei mir wirklich immer 6 Minuten zusammenhängende Minuten. Weil irgendwie bin ich aus der Routine rausgekommen, das abends zu machen. Aber es ist besser als nichts. Was habe ich gestern Gutes für jemanden getan? Na klar, ich war der Matchmaker. Guten Tag, meine Lieben. Es ist ein wunderschöner Frühlingskasamstag. Es ist grau, die Sonne scheint, es ist warm. Aber wir machen das Beste draus. Was heißt aber? Wir machen das absolut Beste draus. Ich habe mir schon meine Lieblingsbluse geworfen, die ich in Hamburg gekauft habe. Sie ist, glaube ich, für mich jetzt das Schönste, was ich besitze. Und mein neues Lieblingsteil. Ich habe sie schon auf TikTok gezeigt, aber wenn eine Bluse Nora ist, dann nur die. Schaut euch diese Schultern an. Ich liebe sie. Ich liebe sie doll. Oh. Okay. Ich schneide jetzt das Video. Es ist jetzt 11 Uhr. 11? Es ist 11 Uhr 11. Dann kriegen wir heute Nachmittag Besuch von meinem Bruder, seiner Freundin, ihren Eltern. Morgen ist nochmal Oster. Oster mit meinen beiden Brüdern dann. Laura und ich haben gestern den Podcast aufgenommen. Ich bin sehr happy über die Folge. Also ich glaube, wir haben beide ein gutes Gefühl und das war so eine schöne Laberfolge, aber wurde auch sehr spicy. Es ging um sexuelle Dinge. Und ja, ich bin in Gedanken so ein bisschen, habe ich eine kleine Vermissung. Aber vielleicht nächste Woche dann mehr. Ich bin es gar nicht mehr gewöhnt, jemanden zu vermissen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch frohe Ostern, beziehungsweise hoffe ich, dass ihr schöne Ostern hattet. Oder wenn ihr das seht, ist ja Sonntag. Ostersonntag. Ostermontag. Vorher bin ich wieder auf dem Weg nach Wien. Und dann ist eine 4-tägige Arbeitswoche und dann mal schauen. Mein To-Do for the Pod ist ein bisschen. Es ist cool. Es ist genau das, was ich wollte. Und ich muss mir noch überlegen, in welcher Form ich es umsetze. Weil es wird was Größeres sein. Da wird was passieren. Deswegen, ja, am Mittwoch kommt die Folge dann. Folgt mir auf TikTok, da geht auch an den meisten Tagen was online. Ich mache ja 365 Gedanken dort und es macht ziemlich Spaß. Und ansonsten lese ich einfach richtig viel. Ich habe jetzt gar keine Zeit mehr, irgendwie in den Buchladen zu gehen oder so. Vielleicht schaffe ich es heute noch. Nee, es hat ja heute nicht so, alles nicht so lange auf. Aber ich habe gerade Angst, dass ich das schon bevor ich nach Wien zurückkomme, zu Ende gelesen habe. Etwas, was ich auch nicht mehr kenne. Passt irgendwie ein bisschen zu meinem Outfit. Sehr nice Buch. Viele Plot-Twists drin. Lieben wir. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Video.